Er war Forscher. Er war Seemann. Er war Schriftsteller. Er kannte den Zauber des Meeres. Er forschte die Natur und Kultur ferner Küsten. Unternahm Erkundungsfahrten im gesamten Mittelmeerraum. Er verbrachte sein Leben mit einer Nixe. Erzherzog Ludwig Salvator von Österreich, Prinz von Toskana. Als Chronist des Mittelmeeres und Naturschützer Mallorcas hielt er die Schönheiten der Inselwelt in Bildern und Büchern fest. Das ist fast das Gesamtwerk von Erzherzog Ludwig Salvator. Es kämen noch einige Bücher dazu. Zählt man sie zusammen, sind das insgesamt 79 einzelne Werke. Ein Bücherturm in der Höhe von knapp 2,30 Meter. Unvorstellbar, dass das ein Mensch geschaffen hat. Ja, welcher Mensch war dieser Ludwig Salvator? Er war Erzherzog, er war ein Mitglied des Kaiserhauses. Von seinem Charakter her war er eine ganz feinfühlige Persönlichkeit, feinfühlige, empathische Persönlichkeit, ein ganz zarter Charakter. Ein Sinnbild für die Zartheit seines Wesens ist auch diese originale Visitenkarte von Ludwig Salvator. Klein vom Format, zierliche Schrift und für ein Mitglied des österreichischen Kaiserhauses sehr bescheiden. Begonnen hat alles in Florenz. Die Glocken läuten. An den Ufern des Arno herrscht Aufregung und helle Freude. Am 4. August 1847 erblickt Ludwig Salvator, Erzherzog von Österreich, Prinz von Toskana, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, im Palazzo Pitti, als Sohn von Großherzog Leopold II. Und Maria Antonia von Neapel-Sizilien, das Licht der Welt. Das war ein Freudentag für seine Eltern. Der Vater schreibt im Tagebuch, heute ist uns ein Sohn geschenkt worden, Luigi soll er heißen. Luigi, die italienische Variante von Ludwig Salvator. Also im Familienkreis war er der Luigi. Luigi ist im Palazzo Pitti aufgewachsen. Das war ein sehr unbeschwertes Leben, denn die Mutter dürfte für diesen Luigi eine besondere Liebe empfunden haben. Und er erzählt später dann, dass seine Mutter gesagt hätte zu den Lehrern, lasst den Luigi, er soll sich austoben, er soll durch die Gärten laufen. Er hat so eine große Liebe zur Natur entwickelt. Er interessiert sich so für Tiere und für Pflanzen. Und das soll er ausleben. Luigi war hochtalentiert. Das erkannten seine Eltern bald und so wurde er nach besten Kräften gefördert. Er wuchs mit Italienisch und Deutsch zweisprachig auf, lernte neue Sprachen leicht. Am Ende beherrschte er 14 Sprachen. Früh zeigt sich auch sein außergewöhnliches Interesse für Tiere und Pflanzen. Was mit ersten Schreibübungen beginnt, setzt sich in eigenen Bildgeschichten fort.
Das Kaiserhaus in Baden, 1878 bis 1888, Residenz von Erzherzog Karl Salvator, dem Bruder Ludwig Salvators und Urgroßvater von Michael Salvator Habsburg-Lothringen. Die Toskana haben bedeutend das Bildungswesen reformiert. Sie haben die Sammlungen ergänzt, sie haben die Maremma, die Sümpfe trockengelegt. Es war ein sehr fortschrittliches Haus, ein sehr föderalistisches Haus. Das zeichnete die Toskanas eben aus. Und so ist es eben auch mit dem leiblichen Vater von Ludwig Salvator, der also im aufklärerischen Sinne die Naturwissenschaften so quasi mit der Muttermilch aufgesogen hatte und der also zur Prägung des Menschseins, des Nutzbarmachen für die Menschheit, dieses aufgeklärte Gedankengut also gelebt und geprägt hatte. Ludwig Salvator hatte diese unbändige Neugierde seines Vaters geerbt. Briefe schreiben war eine Lieblingsbeschäftigung. Il Manifesto il Desiderio beginnt einer der Briefe voll Vorfreude über eine bevorstehende Reise. Doch das Glück ist nicht von Dauer. Es ist die Zeit der Revolution in der Toskana. Leopold II. Versucht zu verhandeln, ohne Erfolg. Am Kaiserhof in Wien ahnt man schon, dass es kein Zurück mehr geben wird. Die Familie muss fliehen. Das erste Ziel ist Schönbrunn. Das hat natürlich tagelang gedauert, war sehr überstürzt, war ja keine planmäßige Abreise, sondern wirklich eine Flucht. Und wie wir heute wissen, auf der Flucht kann man nichts mitnehmen. Es musste alles zurückbleiben, sogar die Windeln der kleinen Nichte blieben zurück. Angeblich hat die Mutter, tatkräftig wie sie war, ihren Unterrock zerrissen auf der Fahrt und hat die Kleine darin gewickelt. Sicher war das eine traumatische Situation für ihn. Man hat ihn aus seinem Lebensumfeld herausgerissen und hier nach Schönbrunn gebracht. Der Kaiser hat ihn natürlich, ihn und seine Familie, sehr liebevoll aufgenommen. Die Kaiserin Elisabeth war auch da und sie haben die ersten Tage hier in Schönbrunn verbracht. Während der Familienbesitz Schlankenwerth in Böhmen adaptiert wird, findet die Familie in Baden Quartier. Erzherzog Albrecht, zu dem die Familie der Toskana schon vor ihrer Flucht aus Florenz herzliche Kontakte unterhält, lässt sie bei sich auf Schloss Weilburg wohnen. Heute erinnert nur noch ein Wappenstein, der Portikus, an das prachtvolle Schloss, das einst über dem Beginn des Helenentals thronte. 1945 zerstört, ist die Weilburg heute nur noch ein Mythos, an den Modelle und Gemälde erinnern. Das von Josef Kornhäusl entworfene Schloss hatte eine Länge von 201 Metern und einen prächtigen Park mit Rosengarten. Die Weilburg ist ein sehr fröhlicher Ort, ein familiärer Mittelpunkt, wo die Jugend herumtollt. Hier kann Ludwig die schrecklichen Erlebnisse der Flucht vergessen. Er zeigt lebhaftes Interesse an der Umgebung des Schlosses und genießt diese unbeschwerte Zeit mit Gleichaltrigen. Mathilde, Albrechts Tochter, ist eine von ihnen. Es gefällt ihm, dass sie so lebhaft und unkompliziert ist, wie er selbst. Es ist der Beginn einer tiefen Zuneigung. Die Mathilde war ein bildhübsches, sehr quirliges und lebendiges Mädchen. Es gibt dann diese Theorie, er hätte sich also in sie verliebt und sie hätten sich verlobt. Man hat im Nachlass Ludwig Salvators ein Porträt gefunden, ein Porträt, das zeigt dieses hübsche junge Mädchen. Aber das war halt in der Familie auch üblich, dieser Austausch von Porträts, weil das die Zeit ist, wo das
was Neues war. Es hat ja früher keine Fotografie gegeben. Mathilde und Ludwig treffen einander später in Venedig und bei Familienfesten immer wieder. Zehn Jahre später, Mathilde ist 18 Jahre alt, ereignet sich ein tragisches Unglück. Sie war gerade angezogen, um auf einen Ball zu gehen, und man hat früher Glycerin auf die Stoffe gegeben, damit es besser steht und bauschiger ist. Und sie soll heimlich eine Zigarette geraucht haben. Und wie sie gehört hat, dass ihr Vater kommt, hat sie versucht, die Zigarette unter dem Kleid zu verstecken. Das hat natürlich sofort gebrannt, hat lichterloh gebrannt. Und an den Folgen dieser Verbrennungen ist sie Wochen später in Schloss Hetzendorf gestorben unter Qualen. Man hat ja damals nicht medizinisch, also nicht viel helfen können. Man hat sie in eine Art Wasserbett gelegt, aber es hat keine Chance gegeben, sie zu retten. Ludwig hat man aber wirklich fast tagtäglich über ihren Krankheitszustand informiert. Also er hat sehr regen Anteil genommen und war zu Tode betrübt, wie er dann von diesem tragischen Tod gehört hat. Es gibt also diese Theorie, er wäre deswegen dann sein ganzes Leben auf der Flucht gewesen, aber das ist halt eine Theorie, die irgendjemand einmal aufgestellt hat, aber die entspricht nicht der Wahrheit. Nach dem fröhlichen Sommer in der Weilburg kommt es zur Unterzeichnung der Abdankungsurkunde durch Leopold II. In Bad Fürslau, in der Villa Steinberg. Das Großherzogtum Toskana ist für immer verloren. Die Familie lässt sich in den Schlössern Schlankenwerth und Brandeis nordöstlich von Prag nieder. Der bildungshungrige Ludwig beginnt 1865 ein umfassendes Studium Irregulare in Prag. Letztendlich war dann Prag auch ein Punkt seiner Ausbildung, und da wurde eigentlich mehr der Idee Kaiser Franz Josef ein bisschen Rechnung getragen, dass man auch irgendwie also eine staatsmännische Ausbildung doch irgendwie kriegen sollte, staatskundliche Ausbildung. Ludwig Salvator ist auf der Statthalterei in Prag geschult worden, etwas, was für ihn auch günstig war, weil er dort die bedeutenden Anknüpfungspunkte zu seinen späteren Verleger Wörl und aber auch zu den ganzen wissenschaftlichen Instituten, die sein weiteres Leben auch als Netzwerk ihm besonders gedient hatten. Der Studienplan enthält zudem naturwissenschaftliche Fächer wie Botanik, Zoologie und Mineralogie, aber auch Philosophie, Sprachen und eine intensive künstlerische Ausbildung. Man hat also sehr früh gesehen, dass er naturwissenschaftlich begabt und interessiert war, dass er also nicht wie die anderen Erzherzöge eine militärische Laufbahn einschlagen würde oder eine Beamtenlaufbahn, sondern seine Liebe galt der Natur, den Pflanzen, den Tieren, den Steinen. Und das hat der Kaiser akzeptiert und sehr gefördert. Weil Ludwig Salvator im rauen böhmischen Klima Bronchialasthma entwickelt, hat man ihn zu einem mehrjährigen Kuraufenthalt nach Venedig geschickt. Wie er selbst sagt, formt dieser Aufenthalt und der Kontakt mit dem Meer seine Seele und legt die Grundlage für seine weitere Arbeit. Die Mutter gibt ihm bekanntlich Eugenio Graf Sforza mit als Wegbegleiter, der wirklich von Kindheit an, also nicht nur Tutor, Lehrer, Ajo war, sondern bis hin dann zum väterlichen Freund, Lebensbegleiter, Sachberater mutiert hatte. Gemeinsam mit seinem Kammervorsteher Baron Sforza bereist er Orte an der Adria und fasst den Entschluss, den gesamten Mittelmeerraum zu erforschen. Nicht ohne die Bewilligung des Kaisers einzuholen. Und er reist von nun an inkognito unter dem Namen Ludwig Graf Neudorf.
Das Mittelmeer ist groß und der junge Erzherzog sprüht vor Ideen und Entdeckergeist. Er beginnt, seine Reisebeobachtungen systematisch festzuhalten und erkennt den Mittelmeerraum in seiner bereichernden Vielfalt. Die Reisen dehnen sich aus nach Venetien, Istrien und nach Abazir, das heutige Opatia. Abazir im Meerbusen von Fiume. Den Hauptpunkt bildet die Villa Meine mit dem massiven achteckigen Turme, reizend am Meeresufer gelegen. So schreibt Ludwig Salvator in Lose Blätter von Abazir. Unzählige Skizzen geben heute noch Einblick in die Welt von damals. Die Sehnsucht nach dem Zauber des Meeres ist groß. Wer hat nicht die Macht seiner Anziehung gespürt? Ewig verschieden in Bewegung, in Färbung und Stimmung. Wie häufig und unter wie vielen Himmelsstrichen habe ich am Meeresufer geträumt? Sehnsüchtig auf die Flut hinausblickend, auf die Straßen der Welt. Sinniert Ludwig Salvator. Seine Studienzeit fällt in die Epoche der großen Meeresexpeditionen. Österreich war zu dieser Zeit eine der größten Seemächte der Welt mit einer riesigen Marineflotte. Die Reise der Fregatte Novara war die größte wissenschaftliche Expedition der Monarchie. 1857 bis 1859 hat die österreichische Fregatte als erstes Schiff der österreichischen Marine die Welt umsegelt. Es waren eminente Wissenschaftler an Bord. 2 Jahre hat diese Weltumsegelung gedauert und es wurden die wissenschaftlichen Ergebnisse dann in 21 Bänden veröffentlicht. Und das hat Ludwig Salvator natürlich sehr interessiert. Und das ist vielleicht mit ein Grund, der ihn dann dazu geführt hat, Jahrzehnte seines Lebens auf dem Meer zu verbringen. Und ein eigenes Schiff zu besitzen. Diesen Wunsch kann er sich 1873 mit Nixe 1 erfüllen. Mit ihr ist er 2 Jahrzehnte unterwegs. Als sie 1894 an der Küste Nordafrikas sinkt, folgt für weitere 2 Jahrzehnte Nixe 2. Das waren Segeldampfjachten. Die waren sowohl angetrieben von Dampfmaschinen als auch Segeln. Nixe 1 war 48 Meter lang, Nixe 2 war knapp über 50 Meter lang. Also es waren mit heutigen Begriffen Megajachten, waren wirklich groß. Und entsprechend dieser Größe waren sie auch entsprechend ausgestattet. Es gab viele Kabinen an Bord, natürlich eine eigene Kabine, einen Speisesalon, Gästekabinen, eine Badekabine. Und er hat diese Schiffe nicht nur als Transportmedium, sondern auch als Forschungsstation verwendet und konnte damit unzugängliche Winkel des Mittelmeers erforschen, von Ost bis West, und hat sich vor allem auf Inseln spezialisiert, die damals noch sehr wenig bekannt waren. Das Schiff ist eine selbstständige, kleine Welt. Es ist ein Landhaus inmitten ewiger Jugend. Denn nur das Meer bleibt unserem Erdball ewig jung. Und noch dazu ein Haus, das man weiter bewegen kann, wenn man der genossenen Aussicht satt wurde. Die eigene Yacht ermöglicht es Ludwig Salvator, seinen Horizont zu erweitern und die Faszination des Mittelmeeres zu entdecken und es als Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen zu verstehen. Jahrzehntelang erforscht er den Mittelmeerraum, besonders intensiv die Liparischen Inseln, die Ionischen Inseln, die Küste Nordafrikas und die Balearen mit der Hauptinsel Mallorca. Die unberührte Natur Mallorcas fasziniert den Erzherzog vom ersten Moment an. Bei Wanderungen ist er oft tagelang unterwegs, unterhält sich mit den Bewohnern, interessiert sich für deren Lebensumstände, aber auch für langfristige Klima- und Wetterbesonderheiten.
Er notiert alles präzise, macht Zeichnungen und sammelt, was für seine Studienzwecke interessant ist. Jedes Detail hält er voll Bewunderung fest. Welche Etalage von Formen, welche Pracht von Farben. Heißt es da über die Natur, die sich ihm wie ein Schaufenster präsentiert. Und weiter? Man wird sich nie in diesem großen Buch der Natur satt lesen. Poesie und Wissenschaft liegen bei Ludwig Salvator immer nahe beisammen. Seine wissenschaftliche Methode ist die der Feldforschung. Das heißt, er ist persönlich unterwegs, macht Notizen und Skizzen. Die reichen von Flora und Fauna, den Menschen, ihren Gebräuchen, ihrer Kultur, bis zu ethnografischen, geografischen und geologischen Beschreibungen. Alles wird aufgenommen und entsprechend dokumentiert. Und da hat er spezielle Methoden dafür entwickelt, die wirklich sehr, sehr ausgeklügelt sind. Er hat zum Beispiel einen Fragebogen entwickelt, einen sehr umfangreichen Fragebogen. Die Tabule Ludoviciane heißen sie, hat das an den jeweiligen Orten an gebildete Personen verteilt, mit der Bitte, das auszufüllen. Der Erzherzog streift mit ortsansässigen Führern durch das Gelände, notiert, was ihm wichtig erscheint und bezieht auch die Meinung von Spezialisten der einzelnen Fachrichtungen mit ein. Die auf diese Weise gesammelten Informationen beschreiben die bereisten Regionen umfassend und detailreich. Besonders an der Schönheit der Nordwestküste Mallorcas findet Ludwig Salvator Gefallen. Er erwirbt seine ersten Besitzungen auf diesem Küstenstrich, Miramar. Auf den Grundmauern einer ehemaligen Klosteranlage lässt er sein Landgut errichten. Er beschließt, diese Küste zu seiner Heimat zu machen und freut sich, wenn Besuch kommt. Miramar verwandelt sich oft in ein regelrechtes Studienzentrum. Hier können Künstler und Wissenschaftler teilweise mit ihren Studenten wochenlang arbeiten. Und falls er selbst da ist, ist ihm auch der persönliche Austausch wichtig. Auf das gegenseitige Kennenlernen von Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen legt er großen Wert. Umgekehrt wird Ludwig Salvators geistvoll einnehmendes Wesen von seinen Gesprächspartnern sehr geschätzt. Ein Zenotaph erinnert an den ersten Sekretär des Erzherzogs, der schon in jungen Jahren verstarb. Viborni war ein bildschöner, lockiger, junger Mann, der sich in ein Mädchen in Palma verliebt hat. Und dem Ludwig Salvator war das nicht recht. Er wollte diese Verbindung, er hat sie nicht gut geheißen und hat dem Wladyslaw verboten, dass er hinunterfährt, hat ihm keine Kutsche zur Verfügung gestellt. Und der junge Mann hat sich halt nicht davon abbringen lassen und hat ein Boot genommen und ist hinuntergerudert, von hier, von Miramar hinunter nach Palma. Er ist dann an den Folgen eines Sonnenstichs in Palma gestorben, im Alter von 27 Jahren. Und Ludwig Salvator hat sich das sein ganzes Leben lang nicht verzeihen können, dass er quasi mitschuldig war am Tod von diesem jungen Mann. Er soll sich dann jedes Jahr am Sterbetag vom Viborni in dessen Zimmer eingeschlossen haben und hat die Nixe schwarz anstreichen lassen zum Zeichen der Trauer. Viborni war sein erster Sekretär und sie sind sich auch sicher menschlich sehr nahe gestanden. Dass er ihn nicht runterfahren lassen wollte nach Palma, das mag auch eine Form von Eifersucht gewesen sein oder dass ihn an sich binden und nicht loslassen wollen. An Wladyslaw Viborni erinnert auch ein ionischer Rundtempel aus Carrara-Marmor auf dem zweiten Landgut des Erzherzogs in Son Maroc. Die herrliche Aussicht mit grandiosem Meerblick lädt zum Verweilen ein. Der Archiduc, wie ihn die Mallorquiner nannten,
kaufte wieder und wieder Land an der Küste auf, um die Natur zu bewahren und zu schützen. Schließlich nannte er einen 16 Kilometer langen Küstenstreifen sein eigen. Dort ließ er Wälder aufforsten, Reit- und Wanderwege anlegen. Er hat sich immer über Gäste gefreut, hat die Besucher herumgeführt, ihnen alles gezeigt. Er war sehr, sehr entgegenkommend und gastfreundlich. Selbstverständlich wurden die Gäste auch zum Essen eingeladen. Die leiblichen Genüsse durften nicht zu kurz kommen. Typische Gerichte waren Suppen, Gemüseeintopf und Pfannengerichte, wie die Paella, ursprünglich ein Arme-Leute-Essen. Die Wohnräume des Erzherzogs mit Erinnerungsstücken laden heute Besucher ein, in diese Welt einzutauchen. Hier erfährt man vieles über das Leben des Erzherzogs und seine Vorlieben. Ludwig Salvator und Catalina. Um diese Beziehung haben sich viele Legenden gebildet. Sie ist sicherlich die wichtigste Frau in seinem Leben. Die Tischlertochter Catalina Omar. Er verliebt sich in das junge Mädchen. Eines Tages saß ich auf einem Felsen und lauschte der Stimme eines melodischen Vogels. Ich blieb stumm, bis ich nahende Schritte hörte. Es war Catalina, welche in den Felsenritzen am Meer Salz aufklaubte, das die Flut in Sturmestagen hinterlässt. Er hat sich um die junge Catalina, die ein sehr, sehr begabtes, sehr neugieriges Mädchen war, besonders gekümmert, hat ihre Ausbildung gefördert. Mädchen in der damaligen Zeit haben ja keine Schule besucht. Es gab da sicherlich Privatlehrer, die von Ludwig Salvator zur Verfügung gestellt wurden. Sie hat auch Sprachen gelernt und durfte ihn bei einigen seiner Reisen sowohl auf den Balearen, aber auch nach Spanien und später dann auch zu einer großen Orientreise begleiten. Catalina wird bald zur zuverlässigen Verwalterin des Weingutes Estaca. Sie bewirtschaftet diese Weinberge mit großem Erfolg. Die Produkte der Estaca, sowohl Wein als auch Olivenöl, werden vielfach prämiert. Auch auf landwirtschaftlichen Messen in Barcelona. Das ist sicherlich der Verdienst dieser selbstständigen Frau, die sehr beliebt ist bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Catalina ist eine sehr intelligente Frau und ihrer Zeit voraus. Ihre begeisterten Bemühungen um die Weinberge bewundert Ludwig Salvator mit den Worten: Und die Keller füllten sich mit trefflichem Malvasia und Muskatwein. Es waren sonnige Tage für die Estaca. Viel zu früh, mit 36 Jahren, erkrankt Catalina an einer Infektion, vermutlich an Denguefieber, und stirbt 1905 daran. In Palma, in der Bibliotheca Bartolomé Marc, finden sich seltene Bücher mallorquinischer Schriftsteller und auch bibliophile Schätze von Ludwig Salvator. Ja, das ist das Buch, das Ludwig Salvator anlässlich des Todes über seine Catalina Omar geschrieben hat. Wie er sagt, mit Tränen sind sie benetzt, diese Blätter. Und er sagt dann: Ich schließe mit den Worten, dass ein gleich gutes Herz wie das Catalinas auf Erden bestehen mag, aber ein besseres sicher nicht. Es gibt Catalina und andere Frauen. Und da drängt sich die Frage auf: Warum hat Ludwig Salvator eigentlich nie geheiratet? Das lässt sich eigentlich ganz einfach erklären. Die Art, wie er gelebt hat, da hätte eine Prinzessin aus einem europäischen Fürstengeschlecht nicht mitgemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
die Tochter des Königs von Belgien oder eine deutsche Prinzessin am Kamel reitend mit ihm die Wüsten durchquert hätte, die sich die Strapazen dieser Schiffsreisen angetan hätte. Die Prinzessinnen von damals, das waren ja diese blassen, fragilen Geschöpfe, die, so, wie wir ja wissen, in Ohnmacht gefallen sind, wenn irgendein kleiner Wind geblasen hat. Und eine Frau wie die Katharina hätte er natürlich nie heiraten dürfen, weil das hätte der Kaiser nicht erlaubt. Da hätte es dann nur die Möglichkeit gegeben, aus dem Kaiserhaus auszutreten, auf die Apanage zu verzichten, auf den Erzherzogstitel zu verzichten. Und dazu wäre der Ludwig Salvator nie bereit gewesen. Son Moragues ist heute ein mallorquinischer Bauernhof. Er wurde auch schon landwirtschaftlich genutzt, als der Erzherzog ihn gekauft hat, weil der damalige Besitzer gestorben und die Witwe in finanziellen Nöten war. Auf den ausgedehnten Ländereien wurden vor allem Oliven angebaut. Und das ist auch heute noch so. Gemüse, Tomaten, Paprika, Kartoffeln, Salate gedeihen bestens. Der neue Besitzer hat in mühevoller Kleinarbeit die Terrassen neu anlegen lassen und die bis zu 500 Jahre alten Olivenbäume kultiviert. Bäume standen bei Ludwig Salvator schon immer unter besonderem Schutz. In seinen Ländereien errichtete er ein Naturschutzgebiet, das noch heute existiert. Wenn er irgendwo gesehen hat, einen Landwirt, der einen Baum beseitigen wollte, hat er eigentlich für das Überleben dieses Baumes gekämpft und hat also, wenn es ganz arg war, sogar versucht, dieses Grundstück sogar zu erwerben. So wie er diesen Respekt zu den Bäumen hatte, hatte er das auch bei den Tieren. Für Ludwig Salvator war die Jagd eigentlich ein No-Go, wie man heute sagen würde. Und Tiere zu töten war für ihn eigentlich nur in dem Sinne praktikabel, als dass man es für die Nahrung benutzt hatte, nicht aber um das Töten oder um das Jagen, nur Jagen willens. Kaiser Franz Josef hat natürlich immer wieder die Familienpflichten eingemahnt und so gab es regelmäßige Besuche in der Kaiserstadt. Schon beim Anblick der getrimmten Bäume in den Schönbrunner Alleen wird der Kontrast zwischen der Naturauffassung des Kaisers und der des Erzherzogs deutlich. Die familiären Zusammenkünfte hätte der Erzherzog liebend gern vermieden. Familienfeiern, Geburtstage des Kaisers, Hochzeit waren immer Gründe für Ludwig Salvator, nach Wien zu fahren. Dort hat er dann meistens in der Hofburg gewohnt. Das wissen wir, weil es gibt einen Brief Kaiser Franz Josefs an ihn. Da sagt er, also mein lieber Luigi, ich freue mich schon, wenn du wieder nach Wien kommst, auf die interessanten Gespräche, die wir führen, hast du sicher wieder eine schöne Reise gemacht und deine Zimmer in der Burg, die sind wie immer für dich vorbereitet. Kaisergeburtstage, Inszenierungen der Macht nach genauem Protokoll, waren Ludwig Salvators Sache nicht. Umgekehrt wurde bei Hofe oft die Nase gerümpft über die nachlässige Kleidung des Erzherzogs. Ja, da gibt es die nette Anekdote, dass er mit relativ ungebügelten Uniformhosen zum Kaisergeburtstag erschien und als ihn in der Entourage des Kaisers jemand aufmerksam machte, kaiserliche Hoheit, die Bügelfalte ist nicht so, wie sie eigentlich adäquat wäre für des Kaisers Geburtstag, kam bekanntlich sein gutes Bonmot, besser vielfältig wie einfältig. Bei solchen Familientreffen in der Hofburg hat sich der Erzherzog nie richtig wohlgefühlt. Doch mit einer hat sich Ludwig Salvator ausgezeichnet verstanden. Mit Kaiserin Elisabeth. Beide hatten eine starke Sehnsucht nach dem Meer und der Schifffahrt. Da mag es nicht verwundern, dass in Sissis Turnzimmer
ein Porträt Ludwig Salvators hängt. Kaiser Franz Josef wusste offensichtlich manchmal nicht, wo seine Frau war. Und da gehen die Briefe dann an den Ludwig Salvator. Und da heißt es dann, na, solltest du meine Frau in den nächsten Tagen sehen, dann sei so gut, gib ihr meine Briefe weiter. Und in einem Brief an seine Gattin heißt es, der dicke Luigi, der wird schon wissen, wo du bist. Die Kaiserin und der Erzherzog haben einander tatsächlich hoch geschätzt. Sie hat ihn ja zweimal hier besucht, 1892 und 1893. Sie wurde von ihm herumgeführt ein paar Tage lang. Sie sind mit den Maultieren durch die Ländereien geritten und er hat ihr alles gezeigt, alles, was er angelegt hat, seine Reitwege, seine Aussichtspunkte. Und er hat darauf gewartet, dass die Kaiserin irgendeinen Kommentar abgibt. Und das hat sie nicht gemacht. Da sind die Tage vergangen. Er war schon ganz verzweifelt, weil er sich gedacht hat, naja, ich gefällt ihr offensichtlich nicht oder sie fühlt sich nicht wohl bei mir. Aber im letzten Moment, bevor sie wieder an Bord gegangen ist, ihr Schiff zurückging, hat sie unten noch gesagt, jetzt wird es mir in Korfu nicht mehr so gut gefallen. Von Sommerodsch nach Wien. Ins Zentrum des Wissens, in die österreichische Nationalbibliothek. Hier befinden sich die bibliophilen Raritäten, die Ludwig Salvator verfasst hat. Prachtvolle Bücher wie das mehrbändige Werk über die Balearen, dem die Tabulae Ludoviciane zugrunde liegen. Wolfgang Löhnert, Begründer der Ludwig Salvator Gesellschaft, weiß, wo er fündig wird. Ja, vor uns liegt das Meisterwerk des Erzherzogs Ludwig Salvator, die berühmten Balearen in Wort und Bild geschildert. Sie sind zwischen 1869 und 1891 publiziert worden. Wobei diesen ersten Bänden, es sind insgesamt 7 Bände in 9 Büchern, eine besondere Bedeutung zukommt. Und das ist der zweite Band der Balearen. Man sieht vom Umfang her wesentlich größer. Und da geht er schon sehr, sehr in die Tiefe. Hier beginnt die allgemeine Beschreibung von Mallorca. Für den ersten Teil und für den zweiten Teil, die inoffizielle Dissertation von Ludwig Salvator, die den Abschluss seines Studiums dargestellt hat, wurde er umfangreich ausgezeichnet. Die höchste Auszeichnung war die Goldmedaille der Pariser Weltausstellung 1878. Die Bilder stammen entweder von Ludwig Salvator selbst oder von Malern, die er beauftragt hat und die ihn auf seinen Reisen begleitet haben. In späteren Jahren auch von dem Maler Erwin Hubert, der als junger Mann Erzherzog Ludwig Salvator einige Jahre lang auf der Nixe begleitet hat. Auch auf Mallorca ist er ihm als Sekretär und Maler zur Seite gestanden, wie dessen Enkel Rainer Hubert zu erzählen weiß. Und auf dieser Insel hat mein Großvater dann zur Zeit von Ludwig Salvator und vor allem auch in der Zeit danach sehr viel gemalt. Und es sind dann alle möglichen Bilder entstanden, wie zum Beispiel dieses von Palma. Allerdings ein Palma, wie man es heute nicht mehr kennt, Schloss Belvair hier oben. Oder irgendeine Szene von einer Bucht mit Bäumen und Felsen. Also unzählige Malereien von Mallorca. Zwar verbrachte der Erzherzog den Großteil seiner Zeit auf Mallorca, doch er unternahm auch Studienreisen in alle Welt, sogar nach Amerika und Australien. Ihm ist es gelungen, seinen Traum zu leben. Den Traum eines Wissenschaftlers, eines fahrenden Forschers. Er hat sich über alle Konventionen hinweggesetzt. Das hat Eindruck gemacht bei den Wissenschaftlern und Künstlern aus aller Welt. Den Mitreisenden auf seinem Schiff
dieser Welt für sich. Einer, der das Leben Ludwig Salvators auf der Nixe und auf Mallorca ein Leben lang geteilt hat, war Antonio Vives. Auf der Ausgabe der Balearen, die der Erzherzog seinem Sekretär gewidmet hat, steht für Antonio Vives dem Mann, der mich am meisten liebte. Und Antonio Vives hat Ludwig Salvator jahrzehntelang begleitet. Eigentlich fast ein alter Ego. Teilweise haben sie sich auch körperlich immer mehr ähnlich gesehen. Und gelegentlich, wenn Ludwig Salvator wirklich unerkannt und ungesehen bleiben wollte, dann hat er den Antonio Vives vorgeschickt, zum Beispiel bei einem offiziellen Empfang, und hat sich diebisch darüber gefreut, dass dieser als Erzherzog hofiert und begrüßt wurde, während er im kleinen Ruderboot von seinen Matrosen an Land geführt wurde. Eine andere Widmung geht an eine Begleiterin, die sehr wichtig war im Leben Ludwig Salvators, Antonietta Lanciarotto. Ihr hat er Ramle als Winteraufenthalt gewidmet. Sie war als Kindermädchen von Vives Kindern in den Haushalt gekommen. Antonietta Lanciarotto nahm in weiterer Folge eine immer wichtigere Rolle im Haushalt von Ludwig Salvator ein, begleitete ihn auch auf zahlreichen Reisen auf der Nixe und blieb genauso wie Antonio Vives bis zum Lebensende des Erzherzogs bei ihm. Eine weitere Widmung in Bucari Porto Re gilt Kaiserin Elisabeth. Unaufhörlich zeichnet und beschreibt der Erzherzog Landschaften, Gebäude, Buchten und Vegetation auf den verschiedenen Inseln des Mittelmeeres. Auf den Liparischen Inseln. Und auch auf den Ionischen Inseln. Dort entsteht Zante, ein herausragender Band, der zu einem Erbe von unschätzbarem Wert für die Insel Zakynthos werden sollte. Der Himmel und das Meer, von einer Bläue, wie sie nur dem östlichen Mittelmeer eigen ist. Neben landschaftlichen Reizen zeigen auch Bauwerke wie alte Kirchen und Klosteranlagen ihre Schönheit. Selten sind jene mystischen Momente, wo Gesänge einer griechisch-orthodoxen Liturgie von Yorgos Logothetis, dem Hüter der Anlage, zu hören sind. Die Panagia Skopiotissa ist die älteste Kirche und jene mit der schönsten Aussicht von ganz Zakynthos. Die Venezianer nannten diesen Platz das Belvedere, eine der schönsten Aussichten Griechenlands. Und das war wohl auch die Ursache, weshalb der Ludwig Salvator unmittelbar nach seiner ersten Ankunft auf der Insel zu Forschungszwecken diesen Platz aufgesucht hat und eine wunderbare Skizze angefertigt hat. Diese Skizze war auch die Grundlage für die spätere Renovierung der Kirche nach dem großen Erdbeben von 1953. Und das ist ein Beispiel für die Bedeutung, die die Monographie Zante über Zakynthos für diese Insel hat, nach diesem schrecklichen Erdbeben, wo bis auf 4 Gebäude sämtliche Baulichkeiten auf der Insel zerstört wurden, ist die Monographie von Ludwig Salvator mit hunderten Skizzen, Zeichnungen und Fotografien die einzige Dokumentation, die es über die alte bauliche Struktur der Insel gibt. Also eine kulturhistorisch unglaublich wertvolle Arbeit. Mit einer monumentalen Zeichnung von mehr als 3,5 Metern Länge hat Ludwig Salvator ein künstlerisches Meisterwerk geschaffen.
Das Panorama von Alexandrett. Ludwig Salvator hat den gesamten Mittelmeerraum in seiner bereichernden Vielfalt als Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen begriffen. Mit seinen informativen Werken hat er wesentlich zum Abbau von Vorurteilen und zu einer friedlichen Völkerverständigung beigetragen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist sein Zugang zu dieser Wissenschaft. Er war nämlich auf der einen Seite ein präzise beobachtender Naturwissenschaftler, der alles genau dokumentiert hat. Auf der anderen Seite hat er durch seine Beschreibungen, die eines poetischen Schwärmers entsprechen, wirklich Poesie in diese nüchterne Naturwissenschaft gebracht. Ich habe auch den Eindruck, dass er die Natur mit allen Sinnen erfahren hat. Er hat sie also nicht nur gesehen, er hat den Geruch der Küsten wahrgenommen, er hat das Donnern der Brandung gehört, er hat den Flug der Vögel beobachtet. Also er hat wirklich ein gesamthaftes Bild aufgenommen. Und diesen Eindruck hat man auch, wenn man seine Arbeiten liest. Die vermitteln ein wunderbares Bild dessen, was er erforscht und beschrieben hat. Am Meeresufer nahe der Halbinsel Foradada versinkt Ludwig Salvator mit Vorliebe in kontemplativer Naturbetrachtung. Es gibt kein Buch, welches so lehrreich wäre, dessen Bilder so schön wären, wie das einfache Betrachten der Natur. So schreibt er. Stunden und Stunden lang kann man so am Ufer sitzen und in die Tiefe schauen, wo hin und wieder Fische glitzern und in die dunklen unteren Meeresschichten versinken. Eine Riesenschildkröte, die sich von der Strömung führen lässt. Da schleppen die Einsiedlerkrebse mühsam ihr errungenes Haus. Jeder Winkel der Felsenküste birgt einen solchen Schatz unterseeischer Herrlichkeiten. In Lieder der Bäume besinnt sich Ludwig Salvator auf Geräusche und Töne, die Bäume so verschieden klingen lassen. Er war wahrscheinlich in der Lage, also anhand dieser Klänge, die das Laubwerk macht, die Baumart also zuordnen zu können und konnte so also das Konzert der Blätter wiedergeben und es auch in einer poetischen Form sehr schön schildern. Das Rauschen in den Eichen hat etwas Kriegerisches. Man wähnt das Schlagen ferner Trommeln zugleich mit dem Klange metallener Blasinstrumente zu hören, welches bald mehr, bald minder gewaltig auftritt. Das Rauschen der Brise in den Kronen der Ölbäume, ähnlich einer Äolsharfe. Natürlich wechseln sie je nach Stärke des Windes die Akkorde. Am angenehmsten ist die Strandföhre, namentlich in den heißen Mittagsstunden, wenn sie ihren Harzduft aussendet, den die Brise wegführt über die benachbarten Höhen und Ufer. Wie ein Drache ragt in die blaue Flut hinaus der durchlöcherte Felsen der Foradada, unbeweglich und klippenstarr. An diesem Ufer unter den schönsten des Mittelmeeres entstanden diese Träumereien. Es ist vielleicht das persönlichste Buch von Ludwig Salvator, die Sommerträumereien am Meeresufer, wo er am Fuß seines geliebten Felsens, der Foradada, die Natur beobachtet und auch über die Frage spekuliert, ob es ein Leben auf anderen Planeten gibt. Sein ganzes Leben war eine große Reise. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs musste schwerkranke Erzherzog sein geliebtes Mallorca in Richtung Böhmen verlassen. Ludwig Salvator stirbt mit 68 Jahren am 12. Oktober 1915 in Schloss Brandeis
an den Folgen einer Blutvergiftung. Ludwig Salvator ruht in der Kapuzinergruft in Wien und nicht an seinem Sehnsuchtsort mit goldflimmernden Olivenbäumen und dem Blick auf einen fernen Horizont. In all seinen Schriften schimmert durch, was Ludwig bereits im ersten Moment auf der Insel gespürt hat. Eine unbezähmbare Sehnsucht.